für die Stelle, wo das ist. Mich daran interessiert, ob es andere Themen gibt. Auf der Hauptstraße, wo ich eh schon 100 Mal gefahren bin. Und immer krasser. Ich rieche Geld in die Kasse. Ich rieche Geld in die Kasse. Es ist halt schade, dass mir das auch nichts nutzt, dass ich die nicht benutzen kann. Benutzen kannst du schon. Stimmt, wenn du das rausstellst. Ja. Wir können ja dann ab irgendeinem Zeitpunkt, dann kommt die nächste Karte, wenn wir genug Dings haben, dann... Ob sich die nächste Karte jetzt schon ausgeht, weiß ich nicht. Aber dann brauchen wir deine LKW vielleicht gar nicht, weißt du? Dass wir nur mit meinen spielen. Mhm. Weißt du, Mann? Weil dann ist egal, wo du aufhörst, der LKW steht dann wirklich immer dort. Stimmt. Na, das habe ich voll vergessen, auch mit den Anhänger. Das ärgert mich ein bisschen. Also wenn jetzt doch wieder 14.000 was weg sind. Ich finde das krass, dass das dann wirklich weg ist. Das kriegst du dann irgendwie vielleicht gut geschrieben oder so trotzdem. Und es nutzt mir nichts, wenn ich einen gefundenen Anhänger verkaufe, oder? Das schon. Ich weiß gar nicht, ob du die verkaufen kannst. Das ist das Problem nochmal. Also ich nehme den mittelsten Service-Anhänger und verkaufe meinen. Aber es ist halt meiner. Ich weiß nicht, ob das... Du müsstest ja eigentlich mal versuchen, wenn du ein Auto findest, ob du das auch bergen könntest, aber ich denke nicht, dass das dann geht. Bergen schon wahrscheinlich, aber... Naja, aber wenn du es birgst, dann bist du in deiner Garage eigentlich. Ach so, meinst du das? Also, weil das müsst mal schauen. Wow. Schreibt euch da der Gnome und dann schreibt er nichts mehr, oder? Ich glaube, wenn es eine Klasse Zwerg geben hätte, ich glaube, die hätte er nehmen müssen. Also ich habe mir das Spiel auch nochmal angeschaut mit den Zwergen. Return to Moria? Ja. Ich weiß nicht. Irgendwas hat es da, was man nicht zusagt. Irgendwas macht. Irgendwas ist skeptisch. Ich weiß nicht. Normal bin ich aber Survival-Spiele, bin ich immer top informiert, aber das ist irgendwie so vorübergegangen an mir. Vielleicht weil das nur Epic exklusiv ist und du Epic nicht magst. Aber dann hätte ich es ja trotzdem gehört, was du meinst. Ich mag halt Epic nicht, weil ich mal sah, dass ich Urprobleme damals hatte. Das hat mich so genervt. Weißt du, wie viele Sachen ich neu aufbauen musste in Sardis, weil das nicht gespeichert hat? Ach so. Weil da gibt es ja kein automatisches Speichern. Und vielleicht gibt es jetzt schon wieder ein automatisches Speichern, aber früher gab es das ja nicht. Oder weiß gar nicht, ob es jetzt überhaupt schon automatisch speichern gibt in Sardis. Wird nicht angespeichert im normalen Spiel ohne Server. Ja, du bist aufs Spiel speichern gegangen. Hey. Hey, aber kann automatisch speichern, das gegeben. Ach so. Und wenn das Spiel abstürzt und launcher, dann. Hast du neu schon. Ja, genau. Das hat mich so gewusst, deswegen. Dann habe ich es weggegeben. Dann habe ich wirklich nicht viel Sardis gespielt. Weil so angefressen und irgendwann war es dann auf Steam und dann habe ich es irgendwann gekauft auf Steam. Aber fast war es mal so gegangen wie dir, dass ich gesagt habe, na, bock mir das wirklich nicht. Das ist scheiße, oder? Geht scheiße. Wirklich. Nein, so fahre ich nicht. Ich habe eben beim Spiel mal wieder letztens geschaut. Jetzt gebaut er den Sardis.
was ich gemacht habe, oder was? Bist du der Spielbär? Also Entschuldigung, nicht Spielbär. Du bist mein Spielbär, oder? Von Öl Hauptbahnhof. Das ganze Öl hinkommt und von dort an verteilt wird. Hat schon geile Sachen und so von Logistik her. Also, sag ich, das war auch so ein Endlosspiel. Ich bin hier auch gerutscht. Jetzt sieht das aus wie ein Bagger. Bagger, 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 Bagger. Alter, was steht da so ein Drecksbagger mitten im Weg, Alter? Zart ist, könnte man unendlich dann Produktionen noch auf der woanders auf der Welt aufbauen und. Ja, so wie ich halt quasi angefangen habe. Ja. Jede Quelle erschließen und so mal das wirklich so irgendwie zentral sammeln oder so. Dann ist einmal alles effizient. Ja gut, effizient muss man es dann eh selber machen. So. Was machst du gerade jetzt eigentlich? Ich baue da die restliche Technik auf. Fehlt aber nicht mehr viel. Also die vorhanden war, sagen wir mal so. Okay. Weil ich habe gesehen, dass dann eh wieder neue gibt. Ah, ich meine, und ich sage noch ja. Ich meine, was du jetzt da gerade machst. Was? Ich sage noch ja und dazu. Und denke, ja, Technik, Neubau, interessant. Ich lief jetzt gerade die zweiten Langstämme aus bei der Mission. Ja, dass du die Technik neu aufbaust, das weiß ich eh. Aber wie gesagt, das Projekt ruht jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich habe auch zu viele Spiele momentan. Ich habe da wirklich kein Händchen, oder? Bei mir ist irgendwas, was nicht funktioniert. Entweder stoppen die Züge, oder dann stoppt das Lager wieder, und dann kommt wieder keine ummantelte Uranzelle. Ja, weil das 100 Baustellen sind und nie eine fertig ist. Was soll ich sagen? Ich glaube, es wäre wirklich besser gewesen, wenn wir alles abgerissen hätten und von Grund auf mal gebaut hätten. Sag ich dir. Ich glaube, das wäre wirklich 100 mal effizienter gewesen. Mit dem, weißt du, mit den jetzigen Ressourcen und den jetzigen Wissensständen. Ja. Aber ja. Das ist dort auch ein bisschen zu klein, finde ich, wo die ummantelten Zellen gemacht werden. Ich habe da probiert, noch zwei so Produktionen hinzubauen, um das auszugleichen, aber es ist trotzdem nicht. Das sage ich, alles zu pushmäßig. Zu uneffizient. Na, Alter. Soll ich den da rauskriegen? Und was ich auch machen werde, ist, dass ich wirklich diese Ressourcen, die man wirklich nicht mehr braucht, dann. Das ist die gar nicht mehr zu dir ins Lager kommen lassen. Ja, halt, was sind diese Standardressourcen, das nicht braucht. Ja, aber es ist so Turbodraht, Draht. Und wenn man sie mal braucht, dann tut man es halt wieder ins Lager und dann war es doch schöner. Ich weiß halt noch nicht, wie ich es. Ich meine, wenn ich das wirklich in meine Idee umgesetzt habe, dann ist eh egal. Dann kann man es auch ins Lager umladen, dass ich alles noch einmal wieder verwerte. Weil dann brauche ich solche Ressourcen ja eh auch. Aber wie gesagt, das stockt alles dort, das Lager ist bummvoll. Ich weiß, jetzt ist bummvoll.
Also ich habe dort wahrscheinlich gepusht, aber ich habe dort eben drei so Schreiter hinbaut. Na gut, einer ist eh da, aber einer wird halt zu wenig sein, wenn ein Bauen liefern kann. Na, es geht gar nichts. Es stockt nicht mehr, es ist totaler Stillstand. Das ist aber komisch. Also wirklich totaler Stillstand. Weil ein Schreiter ist ja am Ende. Der schreitet ja den Überschuss eigentlich vom Lager. Mhm. Das grindet durchs ganze Lager durch und wenn der Container voll ist, rennt er weiter über das Förderband und dann zum Schredder. Und dort ist sogar dann, was natürlich sein kann, es gibt hinter dem Schredder steht dann noch ein Container für Sachen, die nicht eingelagert werden, was irgendwie Gasmasken, Schutzanzüge, dass sowas. Das voll ist. Dass dieser Container voll ist, das wäre eine Möglichkeit. Wie fahre ich denn da jetzt am Schiss noch auf? Wie fahren wir den Steinbruch hoch, Alter? Ich habe immer die ganze Kurve genommen. Aber was ist die ganze Kurve da? Ich weiß nicht mal, was die ganze Kurve Runde. Da ist. Ganze Runde, immer. Es gibt keine ganze Runde, das ist ja das. Es gibt da eine Auffahrt, so eine Halbrunde. Es gibt da eine Auffahrt, die geht in der Mitte einmal entlang und dann macht aber einen urharten Bogen. Ich bin so gefahren, dass ich. Es steht auf der Anhöhe ziemlich nach der Mitte ein Anhänger. Und dort bin ich raufgefahren, neben einem Anhänger vorbei. Rechts. Und wie bist du da drauf gekommen? Also bist du diesen Weg da quasi rauf und dann diese Kurve gefahren? Ich bin wirklich den Weg Stück für Stück raufgefahren. Ohne Abkürzung, ohne nichts. Also aber es gibt ja eben keinen richtigen Weg dorthin, wo du mir gerade sagst. Ich tue mir jetzt halt schwer für eine Diagnose. Was? Es gibt dort keinen richtigen Weg hin, deswegen. Ich muss da ein bisschen jetzt Querfall fahren, über die Steine da. Das haben wir dann eine Werkstatt? Ich weiß schon, welche Mission. Das ist das mit den Containern, wo wir mit den Containern so lange rumgeschissen haben. Ja. Und vor allem dort unten bei der. Also, das ist der geschissenste Weg, den ich jetzt gerade noch bin. Und dort unten steht auch irgendein Anhänger, das steht so geschissen. Ja, Container sind schon unten. Ja. Ja. Also, dass du darauf kommst. Wahnsinn. Das war eigentlich kein Problem. Ich meine, ich bin mit dem Holzlaster gefahren, vielleicht ist das was anderes. Weil ich ja da. Aber ich komme nicht einmal um die Kurve. Echt? Nein, das ist eine scharfe Rechtskurve, weißt du? Du fährst rauf und musst rechts. Aber es gibt keinen anderen Weg darauf, es gibt nur den oder auf der anderen Seite. Und wenn du beim Anhänger gefahren bist, ist das der. Wie gesagt, ich tue mir da jetzt leider ein bisschen schwer, weil ich auch nicht in der Stadt bin, wo ich dann auf der Karte schauen könnte. Du kannst das so trotzdem auf der Karte schauen, du musst ja nicht in der Stadt sein. Nicht trotzdem. Man ist jetzt, das ist schon wurscht. Okay. Jetzt liegen die Container schon am Boden. Aber da haben wir mit dem Steinbruch haben wir Probleme gehabt letztes Mal, das weiß ich noch. Ja, ich, jetzt wo ich die Container gesehen habe, weiß ich auch warum. Und wieder die Container gehen, aber ich. Überarbeitest du jetzt eigentlich deinen Kanal? Noch, oder? Ja. Aber ich weiß auch nicht wie, deswegen. Weißt du, dass wir bald Jubiläum haben werden? Bei mir im Kanal? Was denn? 100. Gemeinsame Liste. Wir haben 100 Spiele gespielt. Also 100 verschiedene Dinge. Da ist halt auch dabei, weiß nicht, Champions League Nummer 1, Champions League Nummer 2 und so. Aber ja. Ach so, okay. Na gut, dann ist das schon viel allein FIFA. Aber trotzdem ist es viel. Das heißt quasi. Was ist dann das nächste Projekt? Breakpoint für das 100.
Nein, ein Schwau, der würde das so nutzen. Es fehlen noch. Ach so. 3 oder 4. Ich weiß aber nicht, wie haben wir den, haben wir dann eigenen, nur einen Kran verwendet, um diese Container dann weg zu befördern? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich diesen Container raufbekomme. Mein Rückgrat... Neukult haben wir's, oder? Was? Neukult haben wir's, oder? Aber man kann die Mission zurücksetzen, ja? Ich glaube. Muss jetzt schon. Das wäre urgeschissen, wenn nicht. Du kannst ja sagen, neu starten oder so, oder neu verfolgen oder so. Ja, genau. Okay. Gut. Ich komme aber eh zum Bohrplatz, sehe ich gerade. Okay. An einem Bohrplatz. Das ist Blödsinn. Ich würde sagen, bringt halt nichts. Ja. Ja, aber schau mal, vielleicht wirklich kannst du mir da die Karte helfen. Ich tue das jetzt nochmal aufladen. Aber ich weiß echt nicht dann, wie du meinst. Es gibt dann nur die andere Seite. Ich finde halt, dass der Aufwand auch gut steil. Da kommt doch drauf an, wie du hingefahren bist. Ich stehe unten, ey. Ich bin so hingefahren, dass ich zuerst die... Ich muss rauffahren, gell? Nicht runter. Ja, aber ich bin so weggefahren, dass zuerst... ist kommen, wie ich dort die Fracht aufgenommen habe, ist zuerst die Abladefläche kommen und dann die Aufladefläche. Und in die Richtung bin ich dann weiter raufgekommen. Das heißt zuerst die Abladefläche und dann die Aufladefläche? Du hast da zwei Flächen. Eine Ablade und eine Auflade. Die gleich hintereinander ziemlich. Das verstehe ich nicht. Bist du jetzt schon? Oder? Ich bin schon die ganze Zeit im Steinbruch. Ich bin hier schon rumgekippt. Du willst nochmal aufladen? So, das mit Aufladen und Abladen verstehe ich jetzt nicht ganz. So, auf welcher Map ist denn das? Schaut sehr lang aus, das Teil. Gut, aber es ist nicht jetzt viel länger als der Holzdinger. Und du bist quasi links, da beim Anhänger raufgefahren, hast du gesagt. Ich bin jetzt rechts eigentlich gefahren. Ah, doch rechts. Ja, rechts und dann immer die Runde, immer leicht rauf, rauf, rauf. Ja, da muss ich schon, dass ich diese erste Kurve krieg. Aber ja, so bin ich gefahren. Ich meine, da ist dann ein bisschen tricky, weil das ein bisschen... Stein und so weiter ein bisschen enger ist da, dem einen. Aber es ist dann gegangen und da bin ich immer so ein bisschen weiter rauf. Das ist jetzt schon der Anhänger für gleich wieder. Das ist Steine. Von der anderen Seite ist halt steil. Bei der anderen würde ich nicht ums Eck kommen. Glaube ich nämlich auch. Das weiß ich hab's ja probiert. Jetzt war ich das ein Ego, wie ein Profi. Da geht das. Habe ich mehr Übersicht. Weißt du, dass ich durch dieses Eurotruck-Simulator teilweise so lange Dinge, ich habe das in der S jetzt gemerkt, viel koordinierter um Kurven fahren kann. Okay. Weil ich irgendwie den Ausschwenkbereich, was ihr durch vorne war, ist jetzt ungefähr, wie weit das ausschwenkt. Mhm. Bin ich da irgendwie mehr Profi und sowas jetzt im Ego, als wenn ich jetzt so auf den LKW schaue und nicht einmal ganz hinter mir sehe, was und alles drehen muss, die Kameras und.
so einen Rastengang darauf, auf jeden Fall. Also ich kann aber bei dem Anhänger vorbeifahren, sagst du. Na, du nimmst nicht den direkten Weg, wo der Anhänger steht, sondern du fährst rechts den Weg vorbei. Aha, also quasi nochmal eine Runde dann, okay. Ja, also ich bin wirklich die Runde langs. Okay, verstehe, dann noch eine Runde, okay. Ja, also nicht, was du so überhastet oder so, wirklich ganz gemütlich langsam. Bin gespannt, ob das geht da. Schaut aber ziemlich unstabil aus, schauen wir mal. Dann könnte bei mir ein Problem werden. Ich habe zu viel verschissen da unten. Es gibt wieder eine Tankstelle da, glaube ich, gell? Ich habe nur noch 100 Liter. 99. Das ist halt ureng der Weg. Eng ist er, ja. Ob es nicht schade gewesen wäre. Das ist ein Anhänger wegzufahren. Das wird noch ein harter Weg. Dieser Weg. Weißt du eigentlich, wenn ich einen Tankanhänger nehme, ob der voll ist? Nein, der muss es erst auffüllen, oder? Ich glaube, der ist voll. Das heißt, wenn ich jetzt zum Anhängershop noch schnell fahre, dort einen Anhänger kaufe, kann ich auftanken und kann wieder. Also, ich glaube schon. Was ist, wenn du dir so einen kleinen Benzinkanister nimmst auch? Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Will mal schauen. Also ich muss sagen, das ist mein größter Kritikpunkt an meinem LKW bis jetzt. Ich finde, er verbraucht sehr, sehr viel. Stimmt. Das ist wiederum bei meinem geil, aber dafür hat er euch Aufsätze. Oder nicht viel Auswahlmöglichkeit. Aber so ist er geil. Wie gesagt, ich möchte das durchziehen auf jede Karte andere LKW ein bisschen durch zu probieren. Gut, ich danke für deine Hilfe. Bist du drauf gekommen? Passt. Ja, ich bin jetzt schon am Weg auf die Hauptstraße. Weißt du, es hat zwar, ist zwar der längere Weg, aber. Ja, jetzt habe ich es verstanden, wie du gemeint hast. Der war da richtig in der linken Hand Muskelkarte schon. Und wo? In der linken Hand. In der linken Hand? So, also Oberarm. Das Lenkrad. Das nicht mit einem Tank darauf. Das ist schon noch ein Stück, oder? Was ist das? Jetzt ist nicht das? Ich glaube nicht, dass ich das auf die 75 Liter. Ich glaube nicht, dass ich das den ganzen Berg da noch hochgehe. Schon viel Risiko, glaube ich. Da schaue ich jetzt lieber, ob ich da jetzt was mit dem Tankanhänger. Ich meine, ich kann da auch entgegenkommen und einen Tank geben dann. Na gut, aber es dauert ja auch länger. Was dauert länger? Bis du bei mir bist, dann. Ich fahr fast bei der, ich fahr fast bei der Brücke vorbei. Ja, eben. Bei der großen. Und ich fahr rauf. Naja, war nur eine Idee jetzt. Also, ich fahre ganz rauf auf die Karte. Ich muss dort, wo das Portal nach Torment ein bisschen zum Lagerhaus. Ich sag noch, wenn es nicht geht, dann könnte es. Na, aber das ist dann unnötig für dich, was du meinst. Dann halte ich dich wieder auf. Da kann ich mich zurücksetzen. Och, und dann fahre ich wieder dorthin. Okay.
Also man, ich schaue jetzt, ob das geht. Wenn nicht, setze ich mich zurück. Bin auch voll. Hast du nur einen Umweg? Da gibt es auch dieses Spiel Plus, habe ich gesehen. Ja, das ist so dieses Ziel, aber du zahlen musst für alles. Ah. Bis zurücksetzen, für, du kannst keine Anhänger verkaufen. Irgendwie ist das aber wie Cheaten für dich. Ja. Gut, bin voll. So. Also ist das gegangen. Ja. Da kommt Bumm voll. Und dann verkaufst du ihn wieder. Genau. Halt, macht's so. So.